So Leute, und da sind wir wieder bei einer weiteren Aufnahme von Pokémon Weiß Together. Und wo sind wir denn stehen geblieben? Und ja, Koto hat mich diesmal im Wendelberg rausgelassen und ich sehe gerade, da sind zwei Pokémon, die sich entwickelt haben. Elespin hat sich in ein Voltula entwickelt, was er schon mit Level 35 getan hätte, wenn er in dem Kampf nicht verreckt wäre. Naja, egal. Und dann ist da noch die Eistüte und der kann jetzt Eisstrahl. Hat ihm dafür den Verhöhner verlernt, wie ich sehe. Gut, ich hätte ihm jetzt persönlich den Eissturm weggemacht, aber naja. Eissturm, also für Verhöhner wäre auch nicht ewig geblieben. Aber dann schauen wir mal weiter. Hier waren wir auf jeden Fall schon, dann wollen wir doch mal weiterschauen. Und soweit ich weiß, geht es in dieser Richtung weiter und ich hätte doch gerne noch... Haben wir denn noch ein bisschen Schutz? Ja. Ach, der wirkt noch. Okay, super. Hat Koto auch dran gedacht. So. Hier sind häufiger mal Items, wenn sich keine Trainer drin verbergen. Wie der hier zum Beispiel. Ich bin die Nummer 2 hier am Wendelberg. Ja, Nummer 1 ist Turner. Weiß ich schon. Ein Herausforderer von Arbeiter Shane. Und der schickt ein Fletiamo in den Kampf. Und, ach ja, Timon ist vorne. So, nachdem ich überhaupt Fletiamo nicht überholen kann mit Timon, werde ich mich auf jeden Fall erstmal mit Drachentanz boosten. Oh, habe ich jetzt Drachenklaue gedrückt? Verdammt. Ich wollte eigentlich... Ah, jetzt sehe ich es erst. Die Attacken sind noch nicht richtig sortiert, okay. Ja... Das war Fail meinerseits, aber egal, der will sich eh nur boosten, dann tut er mal nichts. Weil der nächste Schlag sollte, wenn der Zufallswert mich nicht verarscht, ausreichen. War auf jeden Fall ein Haufen Erfahrungspunkte für Timon. Da muss ich doch direkt mal die Attacken bei ihm richtig sortieren. So, die Drachenklaue bitte mal ganz nach oben. Und bei der Gelegenheit, ich würde ihm auch gerne noch gleich eine neue Attacke beibringen. Wo haben wir sie denn? Ah ja, hier die Kreuzschere. Die kann er erstmal richtig gut gebrauchen. Dafür kann der Trugschlag weg, den bräuchten wir eh nur, wenn wir Pokémon fangen wollten. Und Moment, den Schaufler kann er meinetwegen auch haben. Ach, ist das sogar die allererste TM, die wir hier haben, mit der niedrigsten Nummer. Und das für Nummer 28 ist eigentlich schon ziemlich krass. Da kann der Schlitz dafür weg. Und Timon wird jetzt auch erstmal weiter trainiert, weil der ist ja auch noch der Lowste hier. Hier haben wir noch einen Mondstein. Brauchen wir ja eh nicht. Gibt eh kaum Pokémon, die sich mit dem entwickeln. Sind ja nur Nidorino, Nidorina, Pipi, Pummeluff, Eneko. So, wie viele Trainer sind da drin? Hier ist einer. Der Wendelberg verändert sich mit jeder neuen Jahreszeit und ich, alter Knochen, verändere mich mit jedem Kampf. Na dann, hau mal her. Arbeiter Garrett, der hat drei Pokémon. Okay, dann wollen wir die mal alle kaputt machen irgendwie. Zuallererst mal booste ich einen Drachentanz. Jetzt ist er ja an der richtigen Stelle. Steigert erstmal Angriff und Init. Der boostet seine Verteidigung. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Gut, dann schaufeln wir uns halt mal ein. Das trifft ihn jetzt super effektiv. Auch wenn das fast keinen Schaden macht. Ja. Na gut, ich probiere es nochmal. Vielleicht macht sie einen Crit. Mit dem Crit wäre es nämlich auf jeden Fall ein KO.
Naja, wäre auch zu schön gewesen. Na gut, was mache ich jetzt gegen irgendjemanden, der seine Verteidigung auf plus 4 geboostet hat? Da kommt mal die Eistüte ran. Weil der sollte damit relativ wenig Probleme haben. Eine Spiegelsalve und das war's. Oh, noch ein Sedimantor. Da möchte ich die Eistüte aber jetzt nicht unbedingt drin lassen. Petri kann, glaube ich, gerade keine Bodenattacke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Machen wir es mit Nick. Den haben wir ja auch, glaube ich, noch nie als Admurai eingesetzt. Also zumindest ich noch nicht. Und wofür haben wir denn den Surfer noch im Moveset? Naja, die Robustheit. Ja, da nützt dir dein Death Boost gar nichts mehr. Mit nur noch einem KP killt dich die nächste Attacke so oder so. Das war ja eh ein Volltreffer. Das heißt, der Death Boost hätte so oder so überhaupt nichts gebracht. Und noch ein Sedimantur. Das machen wir nochmal mit dem Surfer. Nachdem Sedimantur ja eh keine Spezialverteidigung oder sagen wir mal keine nennenswerte Spezialverteidigung hat, kriegt er davon auch ziemlich viel Schaden. Immer schön mit der Wasserdüse nachsetzen. Und da haben wir auch schon den Garrett besiegt. So, aber jetzt darf ich erstmal Timon wiederbeleben. Wir haben doch hoffentlich ein paar Beleber dabei. Ja, 5 Stück sind zwar jetzt nicht wirklich viel, aber es muss reichen. Supertränke haben wir nicht zufällig noch, oder? Sieht nicht so aus. Das einzige Heil-Item, das wir noch haben, ist Kumu-Milch. Ist zwar jetzt ein bisschen Overkill für die 36 KP, aber was soll's. Und was ich hier außerdem mal machen möchte, den Item-Radar. Tun wir uns nämlich wesentlich einfacher, wenn wir Items so suchen. Oh, und es regnet jetzt. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Top-Trank. So. Da hinten ist noch ein Item und da hinten ist ein Arzt. Das ist gut. Ärzte sind immer was Tolles. Kann man immer wieder schön seine Pokémon heilen lassen. Hier haben wir auf jeden Fall ein Elixier. Ich mag diesen Item Finder. Moment mal, ist das hier oder ist das da drüben? Hier ist auf jeden Fall ein Trainer. Mein Team wurde durch körperliche Arbeit gestellt und schlägt kräftig zu. Ja, dann zeig mal her, arbeite Dejan. Ein Stallobor hat er. Da hat er aber ein hartes Kaliber. Will ich eigentlich gar nicht mit Timon machen, weil der ist noch zu schwach für sowas, wenn ich da ehrlich bin. Bin jetzt echt am Überlegen, mit wem ich das mache. Wäre Renekton noch fast das Beste. Einfach mal in der Hoffnung, dass der jetzt keine super starke Bodenattacke reinhaut. Boosted Clown Retzer, okay. So, ich möchte jetzt einfach mal hoffen, dass unser kleiner Renekton schneller ist. Ja, ist er. Okay, da hätte ich doch den Schaufler machen sollen. Aber egal, dann bürstet ihn nochmal Clownwetzer. Jetzt bin ich auf jeden Fall schneller, selbst wenn das jetzt nur ein Zufallswert war, wenn sie gleich schnell gewesen wären. Renekton ist ja eins unserer schnellsten Pokémon momentan. Wobei Elispin ihn jetzt definitiv überholt hat.
Da kommt Timo mit einem ziemlich starken Angriffswert. Ich habe ja gar nicht nachgeschaut, was der für ein Wesen hat. Fällt mir dabei gerade ein. Muss ich direkt mal nachholen. Was hast du denn für ein Wesen? Pfiffig. Okay, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall ein eher positives Wesen für ihn. Das ist auf jeden Fall nicht der Angriff gesenkt. Das ist der Spezialangriff gesenkt. Der einzige Wert, den man bei ihm nämlich überhaupt nicht braucht. Oh, da ist ein Beleber. Das ist sehr schön. So, nachdem der Schutz nicht mehr wirkt, den würde ich gerne wieder aufrecht halten. Ups. Das wollte ich machen. Itemradar in solchen Höhlen immer anhalten. Weiß nie, woran man da wieder vorbeirennt. So. Du kannst dich glücklich schätzen, mir auf deiner langen Reise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team heilen. Diesen Dienst werde ich gerne in Anspruch nehmen, Dr. Theodor. Ein Mythodos. Ach ja, es regnet ja hier draußen. So, einmal Drachentanz. So, der greift den Psychoschock an. Das gefällt mir jetzt nicht wirklich, weil der haut ganz schön rein. Ich muss jetzt einfach mal hoffen, dass die Kreuzschere reicht. Wobei das bei Timons hohem Angriffswert und der jetzt auch noch mit Drachentanz geboostet ist, kein großes Problem sein sollte. Ein Somnivora kommt jetzt auf jeden Fall. Da wird schon sehr eng, aber einfach mal hoffen, dass die Kreuzschere reicht. Uff. Ja, mehr als eng. Und der crittet mich ja auch noch. Der war komplett unnecessary. Das hättest du definitiv nicht gebraucht. Gut, dann schauen wir mal, dass Petri da noch aufräumen kann. Gib ihm deine Imba-Akrobatik. Weil die reicht auf jeden Fall. Petri entwickelt sich ja auch bald. So. Nach dem Kampf solltest du dein Pokémon-Team in aller Ruhe verarzten. Ja, das ist gut, dass du mir meinen Timon gleich wieder auf die Beine hilfst. So, wo war jetzt hier die richtige Höhle? War die hier, glaube ich, oder? Okay. Dann weiß ich zumindest schon mal, wo ich jetzt nicht hinrennen muss. So. Ach ja. Wenn Item da wäre, würde der Itemradar anschlagen. Ein Wanderer ist auf jeden Fall hier. Warum graben wir Löcher und warum kämpfst du mit deinen Pokémon? Diese Fragen will, nein, muss ich auf den Grund gehen. Wieso musst du das? Wanderer Melvin. Okay. Ist derselbe Name wie Fliegi. Der heißt nämlich auch Melvin. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle, falls du diesen Part siehst. Da booste ich mich doch erstmal wieder mit Drachentanz. Natürlich gleich mal wieder zurückgeschreckt. Weil Luftschild ja diese 230%ige Chance zum Zurückschrecken hat. So. Ich hoffe einfach mal, dass die Drachenklaue jetzt reicht. Nach einem Drachentanz ist Timon auf jeden Fall schneller als so ein blödes Viech. Sedimantur möchte ich wechseln, ja. Das macht Nick. Ich würde es ja auch Eistüte machen lassen, allerdings Sedimantur haben mit großer Wahrscheinlichkeit Robustheit und der wird eine Steinattacke mit ziemlicher Sicherheit nicht überleben. Weil Eis hat ja diese wunderbar dämliche Gesteinschwäche. Und zum Glück greift der mit Juwelenkraft an, was meinem Blick nicht unbedingt viel Schaden macht, weil Sedimantur hat einen ziemlich schwachen Spezialangriff.
und damit macht er nicht wirklich viel Schaden mit speziellen Attacken. Der kriegt dann ganz schön einen Verteidigungsboost. Ja, kein Wunder, nachdem der jetzt wieder die ganzen Sedimantur kaputt gehauen hat. So. Ach, was haben wir denn da? Ein Draco-Juwel, das könnte doch mal nützlich sein. Ich würde gerne wieder zurück zum Doktor gehen, weil ich habe jetzt keine Lust, noch extra eine Kumu-Milch zu verschwenden, nur um Timon wieder auf die Beine zu helfen. So, Schutz wirkt nicht mehr, dann wollen wir doch gleich mal den Schutz wieder auffrischen. Ups, das war der falsche Knopf. Einmal zu weit nach unten. So, dann schauen wir mal, wo es hier noch weitergeht. Ich hoffe ja, dass ich in meinem Part noch bis zu einem bestimmten Punkt komme. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall einen Hyperball. Da unten ist nichts mehr und hier ist ein Kampftrainer. Sag nichts, ein Kampf, sagt mehr als 1000 Worte. Ja, das tut er insbesondere, wenn der Kampf richtig spannend ist. Er hat ein Karadonis. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Ich mag Karadonis nicht so. So, schauen wir mal. Oh, verdammt, der ist schneller. Hätte ich doch Drachentanz boosten sollen, aber war aus meiner Sicht sowieso unnötig, weil der hat ja noch diese wunderbare Robustheit, der hier nicht mal unbedingt braucht. So, nachdem mir der ja höchstwahrscheinlich jetzt wieder mit einer Kampfattacke kommt, sofern er jetzt nicht irgendwas Dämliches wieder predicted, wie es die NPCs in letzter Zeit irgendwie so an sich haben. Ja, immerhin. Nicht sehr effektiv, macht trotzdem noch eine Menge Schaden. Da wollen wir uns erstmal ein bisschen aufladen. Da boostet er sich mit Protzer. Okay. Bringt dir nur nicht viel. Ich hau nämlich jetzt ein Elektronetz und das sollte nach einem Boost auf jeden Fall genug sein. Und da erreicht Timon Level 34. 4 Level noch, dann entwickelt er sich. Gebe ich ihm jetzt aber trotzdem mal eine Kumu-Milch. Ich will nicht jedes Mal zurückrennen. Vor allem ist er mittlerweile zu weit weg, der Arzt. Hier ist ein Protein. Und hier noch ein Arbeiter. Meine Pokémon lieben die Mineralien, nach denen hier geschürft wird. Heiße Pokémon kämpfen natürlich auch. Ja, und was lieben deine Pokémon nicht? Lass mich raten, Niederlagen. Ein Strepuli. So. Nachdem ich wahrscheinlich nicht mal nach einem Drachentanz genug Kraft habe, um das Viech zu one-hitten, greife ich lieber gleich an.
Ansonsten müsste ich vielleicht mal... Kann ich das bringen? Ach, ich glaube, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade was nachgeschaut und ich musste nicht mehr irgendwas machen. Ich war nämlich schon auf dem richtigen Weg. Suche dort, wo nichts zu sein scheint und du wirst Unerwartetes finden. Der Typ, der schenkt einem in Schwarz 2 und Weiß 2 jeden Tag ein Fossil. So, hier wollte ich nämlich noch hin. Weil ich hier was ganz Bestimmtes holen möchte. Nämlich diese TM hier. TM-91 Lichtkanone. Da haben wir nämlich eine wunderbare Attacke. Für die Eistüte. Mit einer Stärke von 80 und einer Genauigkeit von 100 ist die nämlich wesentlich besser als die Spiegelsalve. Und nachdem er sowieso der Einzige ist, der es lernen kann, passt es ja je. So, hier finde ich allerdings nichts weiter. Das hier ist übrigens der Felsen hier. Wenn ihr euch irgendwann mal einen Glaciola in der 5. Generation machen wollt, ihr müsst ihm einfach nur hier ein Level abgeben. Hier in dieser Höhle und schon entwickelt sich euer Eboli zu einem Glaciola. Für alle, die das noch nicht wussten. So, jetzt seid ihr auch wieder schlauer, ne? So, hier geht's, glaube ich, jetzt weiter, ne? Und zwar nach draußen. Der Schutz wirkt nicht mehr, das mag ich nicht. Für die letzten paar Meter möchte ich immer noch einen haben. So. Und Items gibt's hier anscheinend gerade keine. Uff, bist du stark. Aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch auch nur daraus, dass ihr die Pokémon unterjocht und ausnutzt. Deswegen wollt ihr den Pokémon also die Freiheit schenken. Na gut, tut, was ihr nicht lassen könnt. Doch wie man es auch dreht und wendet, es ist verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke nämlich rein gar nichts zu tun. Oh, hier bist du also. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Also machen wir uns jetzt besser auf zum Turm. Also, Team Plasma hat jetzt die Macht, diese Welt zu verändern, in der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ganz genau. Es ist nur natürlich, seine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen die Missstände in der Welt tun kann. Für uns ist es jetzt an der Zeit, um unseren König zu versammeln. Diese Mistkerle. Keine Ahnung, was für ein Ding die da gefunden haben, aber sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden und überall Unruhe stiften zu können. Was für eine nervige Truppe. Black, ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was der Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt ausmale? Nur und für wen oder was möchte ich überhaupt so stark werden? Ach, jetzt, wenn ich Sharon wieder so sehe, fällt mir ja wieder ein. Also ich habe ja Kotos letzten Part gesehen. Also, der letzte Part, also im Part vor meinem letzten Part. Wo er so hart gegen ihn verloren hat zweimal. Das ist, war irgendwie lustig mit anzusehen. Und jetzt bin ich noch in den Dialog gestolpert. Na super. Black, wie geht es deinem Milzer? Verstehe, du trainierst deinen Milzer mit strenger Hand. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du solltest auch viel Zeit mit deinem Pokémon verbringen. Ach übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Ja, natürlich. Du verblüffst mich immer wieder aufs Neue. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem rätseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Von der Drachenstiege heißt es, es sei das älteste Bauwerk von der Einalregion. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Der Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten immer noch an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevaio City. Mehr weiß ich leider auch nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort je betreten. Meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften, jedoch vergebens. Entschuldigung. Daher ist es jetzt an ihrem alten Herrn, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich. So, ich wollte den Part ja eigentlich beim Pokémon Center beenden und da gehe ich jetzt auch noch hin. So.
Und bei der Gelegenheit, eine Sache muss jetzt noch wirklich noch sein. Warte mal, das war der hier. Die TM-Abteilung. Ich möchte mir hier nämlich eine gewisse TM kaufen, nämlich den Donner. Und die möchte ich auch noch jemandem beibringen, bevor ich den Part beende. Da gibt es nämlich ein Pokémon, das kann mit dieser Attacke nämlich ganz viel anfangen. Das ist auch der einzige, der es lernen kann, nämlich Elespin. Der hat nämlich mit Facettenauge eine wunderbare Fähigkeit, mit der er einfach mal so 30% mehr Genauigkeit auf alle Attacken hat und folglich eigentlich immer, also, ja gut, also mit allem, was 5, also mit alles, was 80 oder höher ist, trifft garantiert und ab 75 so gut wie garantiert. Naja. Mit einer Genauigkeit von 70 hat er jedenfalls, dann kommt er jedenfalls auf eine Genauigkeit von 91 Punkten. Und das macht den Donner zu einer relativ sicheren Attacke. Und mit einer Stärke von 120 ist sie bei Elespin auf jeden Fall eine sehr starke Attacke. Also, das war es jetzt aber wirklich von meinem Part. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder 3 Minuten überzogen habe, aber irgendwo musste ich jetzt auch noch mal diese paar Kleinigkeiten erledigen. Wir sehen uns dann im übernächsten Part. Den nächsten seht ihr wieder, wie gewohnt, nächste Woche Donnerstag bei Koto. Also, bis dahin, ciao.